Kaut sich hin, kaut sich her. Sein Mann im Leben wird doch völlig überbewertet. Zum Beispiel brauchst du mit einem Mann an der Seite viel länger, um in einer fremden Stadt ein Hotel zu finden. Warum? Warum? Weil er lieber 10-mal im Kreis fährt, als einmal zu fragen. Frau Knecht mauzte irgendwas und räkelte sich auf ihrem Stuhl, was die männlichen Restaurantbesucher in eine tiefe Glotzstarre verfallen ließ. Eine Art rhetorisches Koma. Ich musterte die Herren skeptisch und schimpfte weiter. Und bedenke bitte mal, dass die meisten Männer, kaum dass man sie heiratet, gleich zusammenziehen wollen. Und dann wusstest du zum Beispiel, jetzt hör mal auf, dir die Arme zu lecken. Wusstest du zum Beispiel, dass ein Mann genetisch gesehen gar nicht in der Lage ist, ein Klo vernünftig sauber zu machen? Wegen dem Markierungsdrang. Genetisch gesehen pinkelt der viel lieber in die Ecken, als sie zu putzen. Wer drüber lacht hier, ne? Mein Onkel Horst zum Beispiel hat sehr oft, wenn er betrunken war, in den Schrank gepinkelt und auch mal ans Telefon. Es war immer voll peinlich, dem von der Post das zu erklären. Du kommst ja auch aus einer Familie von Verrückten, sagte Frau Knecht unbeeindruckt. Ich kramte weiter in meiner Erinnerungskiste und flatterte zur Unterstreichung meiner Thesen mit den Armen. Und wenn ein Mann mal putzt, dann ist das ja wohl eher experimentell zu verstehen. Ich weiß noch wie gestern, als mein Ex-Arsch Klaus meine Edelstahlspüle in der Küche mit seinem hochgiftigen Motorrad-Auspuffrohrreiniger bearbeitet. Und zwar nur die eine Hälfte. Und warum wohl, fragte ich, um die Spannung zu erhöhen. Keine Ahnung, sagt Frau Knecht, weil er wegen der Dämpfe umgefallen ist. Nein, sagte ich. Er hat die Spüle nur zur Hälfte geputzt, damit ich den Unterschied zwischen vorher und nachher. Dann sehe ich bis heute diesen Unterschied. Meine Spüle hat so eine gezackte Linie, sieht aus wie eine Karte der Deutschlands zu Zeiten der DDR. Ich sag dir was, Frau Knecht, niemand hat die Absicht, eine Spüle zu putzen. Jedenfalls kein Mann. Sehr selbstzufrieden beendete ich meine Tiraden, lugte einäugig auf die frisch angekommene Rechnung und hackte nach dem Kellner, weil sie so Trotzdem, sagte Frau Knecht, ein Wörtchen, mit dem man Argumente sehr schön aushebeln kann, trotzdem brauchst du einen Mann. Sie musterte mich und ich kam mir auf einmal sehr nackt und federlos vor. So kauzig kriegst du nie einen ab, sagte Frau Knecht und fing mit dem rechten Fuß eine Vielleicht sollten wir mal einen Pferdehof besuchen, überlegte sie weiter und spielte gedankenverloren mit der Maus. Pferde fördern ja angeblich die emotionale Intelligenz. Außerdem gibt es auf einem Pferdehof gut situierte Tierliebhaber. Möglicherweise deine letzte Chance, sagte Frau Knecht, die oft sehr praktisch veranlagt ist, und biss der Maus den Kopf ab. Ossi Osborn. Und weil Frau Knecht in der Umsetzung ihrer Eingebung sehr resolut ist, stand ich schon 3 Tage später, die Jogginghosen in Gummistiefel gestopft, auf einem Pferdehof, musterte einäugig meine gelben Füße und behielt mit dem anderen Auge den Pferdekopf im Blick. Na toll, auf den Mann war ich gespannt, der auf eine Ausgabe von Wir Mädchen vom Ponyhof von 1964 stand. Frau Knecht karrte dabei die Hofbesitzerin Sylvia heran, die vor emotionaler Intelligenz nur so überfloss. Ja, hallo, ich bin
die Silvia, ihr habt doch vorhin angerufen, ne? Wegen der Reitstunde. Ach, das bist bestimmt du mit den Gummistiefeln, was? Wieso hältst du nur den Kopf so komisch? Hast du lange Probleme? Na ja, ich kenne da so eine, die macht sowas mit heißen Steinen und Gesängen junger Wale, ne? Das ist so entspannt. Naja, hier auf dem Hof ist es auch total entspannt. Hier sind ja fast nur Frauen. Männer gibt's hier Gott sei Dank fast gar keine. Ich hackte nach Frau Knecht! Silvia redete ungerührt weiter. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich früher immer von Männern gemobbt wurde. Wahrscheinlich, weil ich so eine starke Frau bin. Ich war, da haben Männer hier Angst vor. Naja, jedenfalls. Starrte Silvia einäugig an, während mir die Vokabeln nur so um die Ohren flogen. Ob diese Frau mit dem Arsch atmen konnte? Und wie keine Männer hier? Ich hackte zweimal nach Frau Knecht und einmal nach dem Pferd. Der Gaul zwickte sofort zurück. Wir fanden uns von Anfang an zum Brechen. Das fing ja gut an. Naja, sagte Frau Knecht langsam, wir sind hier, weil wir Tiere so mögen. Und? Ach, bei dem Wörtchen und fällt mir ein, wir brauchen auch noch ein Reithelm für deine Freundin. Fury ist manchmal ein bisschen nervös, da ist schon besser, einen Helm anzuziehen. Wo ist denn jetzt nochmal der Helm? Sie drehte sich um und wühlte in einer Kiste. Natürlich hatte sie irgendein japanisches Schriftzeichen im Nacken tätowiert. Wahrscheinlich hatte sie Glück in Auftrag gegeben. Der Tätowierer hat ihr das Zeichen für dumme Funz eingebaut. Also ich hätte es jedenfalls gemacht. Ich meine, wer will das überprüfen? Ja? Immer wenn ich Europäer sehe, die Schriftzeichen im Nacken tragen, sehe ich vor meinem inneren Auge einen sich vor Lachen auf dem Boden kugelnden Tätowierer. Und erstaunte japanische Touristen, die sich fragen, warum die junge Frau Waschmaschine nicht steht.